Special Agent Fowler, bitte nehmen Sie Platz. Was macht Private Daly hier mit der Kamera? Er wird unsere heutige Sitzung aufzeichnen. Soldat? Zu nah. Tut mir leid, dass ich mich nicht in Schale geworfen habe. Es ist nicht nötig, förmlicher zu sein als sonst, Bill. Aber ich muss Sie darüber informieren, dass sich unsere hohen Tiere auf dem Kriegspfad befinden. Die jüngsten Ereignisse haben Fragen aufgeworfen. Am besten beginnen wir mit dem Ableben von Optimus Prime. Ich dachte, das hätten wir geklärt. Prime ist gesund und munter. Für unsere Vorgesetzten ist das schwer zu akzeptieren. Sie haben Optimus und den angeblichen Betrüger nie zusammen gesehen. Nebeneinander? Zu dem Zeitpunkt wäre das keine gute Entscheidung gewesen. Die Piloten hatten strikten Befehl, alle in Sicht kommenden Autobots auszuschalten. Die Lage erforderte besondere Sicherheitsmaßnahmen. Wir haben jetzt genauere Informationen über die Mac, besonders was deren Anführer Silas angeht. Das Pseudonym eines Colonel Leland Bishop war früher bei Special Tactics. Der Architekt von Projekt Damokles. Satelliten, die Laserstrahlen auf jedes beliebige Ziel auf der Erde abfeuern. Vor langer Zeit eingemottet und einer der Hauptgründe für Bishops Entlassung. Er hatte noch andere wilde Ideen, die er voller Hingabe ausführt, seit er abgetaucht ist. Und immer noch keine Spur von seinen Überresten? Nein. Und noch besorgniserregender ist, weitere Mac-Agenten wie Silas könnten ebenfalls von Special Tactics sein. Sie meinen im Dienst befindliche? Ein mögliches Motiv, ihre Gesichter zu vermummen. Ich würde zu einer gründlichen Ermittlung raten und größere Bedrohung Metallhänden überlassen, die dafür geeigneter sind als unsere. Da Sie auf dieser vertraulichen Ebene operieren durften, könnten Sie mir vielleicht ein paar Hintergrundinformationen liefern. Oh. Unsere sich transformierenden Besucher sind autonome Roboterorganismen vom Planeten Cybertron. Sie haben einen Krieg geführt. In erster Linie ging es um die Kontrolle des Gesamtbestandes an Energon, dem Treibstoff und Lebenssaft aller Autobots, sowie auch der Decepticons. Erinnerst du dich an die Zeit zum Ende des Krieges hin, als beide Seiten begannen, ihre Energon-Reserven weit ab von unserer Welt zu verstecken? Natürlich. Das ist der Grund, warum es überhaupt Energon-Depots auf Planeten wie diesem hier gibt. Es ist ebenfalls der Grund dafür, warum Kämpfe auf Planeten wie diesem ausgetragen worden sind. Diese Kämpfe um Energon und sein dunkles Gegenstück dauern bis zum heutigen Tag an. Und da sind Sie sich sicher? Ich habe mehr als genug gesehen, um daran zu glauben. Aber ich bin auf die Protokolle des Prime-Teams angewiesen, die ich wiederum mit Ihnen teile. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich jetzt gerne zu Ihrer Mitwirkung an dieser ganzen Geschichte kommen, Agent Fowler. Wie Sie wissen, war ich nicht gerade glücklich über den Auftrag. Ich dachte, ich sollte Roboter babysitten. Prime! Warten Sie, sagen Sie es nicht. Er ist draußen und macht gerade den Supermarkt platt. Doch überraschenderweise war das Ganze deutlich gefährlicher als erwartet. Bringt den Elektroschocker. Und inzwischen haben die Bots meinen Hintern häufiger gerettet, als ich zählen kann. Natürlich habe ich mich ein-, zweimal revanchiert. Jederzeit, Kumpel. Der Boden kommt verdammt schnell näher. Manchmal, indem ich meine Autorität hab walten lassen. Das Mädchen kommt mit mir. Manchmal durch schnelles Umsetzen einer Situation. Wir haben nur gerade die Subsysteme kalibriert und wir hatten einen Druckanstieg. Aber jetzt ist alles okay. Wie geht's Ihnen? Ich habe auch ein paar Fehler gemacht. Oh, nicht schon wieder! Ja, nicht das schon wieder! Bitte geben Sie uns jetzt eine detaillierte Einzelbeschreibung der Bots. Damit wir wissen, wer ist, wenn wieder mal einer durchdreht? Sowas in der Art. Also, da ist... Bulkhead! Bist du ein Auto? Ich wette, ein Truck, ein Monster-Truck! Magst du Heavy Metal? Wie viel wiegst du? Schon meine Abrissbirne als Boxsack benutzt? Hör zu, Miko. Bevor ich Krieger wurde, war ich Arbeiter auf dem Bau.
Ich kann Sachen bauen und kaputt machen und mehr nicht. Natürlich sind der Dicke und ich nicht immer einer Meinung. Nicht das Telefon benutzen. Es ist kaputt. Er ist vielleicht nicht der wendigste Bot. Oh, nicht runtergucken. Und er gibt sofort zu, dass er nicht der Schlaueste ist. Komm schon, Doc. Da oben gibt's nichts zu scannen. Schalt um, ich will das Finale der Party sehen. Aber seine Kraft ist von unschätzbarem Wert. Glücklicherweise ist die wissenschaftliche Seite mehr als ausreichend abgedeckt durch Ratchet. Manchmal ist der Doc etwas unentspannt. Wie bitte ohne meine Aufsicht? Ihr wollt doch, dass alles korrekt wird, oder? Kontrollfreak. Aber wenn es die Situation erfordert, gibt er alles. Ja! Nur keine Sorge, ich bin ein Rettungsfahrzeug. Dann ist da noch RC. Das Motorrad? Lassen Sie sich nicht von Ihren schmalen Reifen täuschen. Sie hinterlässt Spuren. Bumblebee ist der Scout des Teams. Aber der Krieger in der Ausbildung ist meiner Meinung nach schon ziemlich erfahren. RC mag ein Bot der wenigen Worte sein. Bumblebee benutzt gar keine. Keine, die wir verstehen. Er will, dass wir einsteigen. Nein, nur ich. Woher willst du das wissen? Er hat es gesagt. Und das aus einem einfachen Grund. Während des Krieges um Cybertron wurde dem armen Burschen die Stimmbox entfernt. Von Megatron. Die Autobots sind also doch keine unzerstörbaren Kriegsmaschinen, wie wir gehofft hatten. Verstehen Sie das nicht falsch. Die können ordentlich was wegstecken. Aber auch sie sind verwundbar. Hast du geschrien wie ein kleines Mädchen? Nein. Vielleicht. Das ist vielleicht nicht das Ende, das wir uns gewünscht haben. Aber wenn es tatsächlich das Ende ist, wenn wir eins werden sollen mit dem Allspark. Nein. Cliffjumpers Lebenszeichen ist gerade offline gegangen. Rumstehen und Trübsal blasen wird Cliff nicht zurückbringen. Das mussten wir auf die harte Tour lernen, als wir Cliffjumper verloren. Nochmal fürs Protokoll. Cliffjumper war also der letzte Autobot-Todesfall. Wie schon gesagt, der leblose Autobot, den Sie haben, ist nicht Prime. Er ist eine Kopie. Wir haben nur Ihr Wort. Es gibt keine Spur von Silas oder der angeblichen Mech-Technologie, mit der Doppelgänger gesteuert worden sein soll. Ein sauberer Tatort ist Modus operandi der Mech. Wir beide wissen das. Bei der letzten Befragung sagten Sie, Optimus Prime hätte sich den Decepticons angeschlossen. Doch nicht freiwillig. Prime litt an Amnesie, das hatte ich klar und deutlich gesagt. Aber Sie verstehen sicher, dass Außenstehende da eine Verbindung zu den jüngsten Angriffen auf unseren Stützpunkt sehen könnten. Bill, die Generäle sind nervös geworden, weil wir unser Vertrauen in Wesen setzen, die uns gewaltigen Schaden zufügen könnten. Sollten Sie sich einmal gegen uns wenden. Deswegen hat man mich gebeten, festzustellen, ob wir Sie vor Gericht bringen sollten. Vor Gericht? Das könnte das Ende der Mission sein. Ich könnte im Knast landen. General Bryce, Prime ist kein wandelndes Pulver, fast ganz im Gegenteil. Die Bots sind vielleicht groß, aber sie achten darauf, wo sie hintreten. Sogar die Kids. Kids? So nennen wir unser hausinternes Support-Team. Mir war nicht klar, dass sie noch andere unserer Ressourcen nutzen. Sie sind keine Soldaten. Sie setzen Zivilisten bei einer Geheimoperation ein. Hochqualifizierte Zivilisten, die ihr spezielles Fachwissen einbringen in Informatik, Medizin, Kommunikation. Ich liebe kaputtmachen. Raffiniert. Mach sie fertig. Klugscheißer. Hallo. Ein Zombie! Die Prügelei im Weltraum. Das war cool. Oh. Sie tun also, was man ihnen aufträgt. Man
könnte so sagen. Willkommen bei KO Drive-In. Hier ist jeder Burger ein heißes Ding. Ihre Bestellung bitte. Was Ihnen an militärischer Disziplin fehlt, machen Sie durch Ihre ungewöhnlichen Problemlösungsansätze mehr als wett. Nichts. Hey, stellt euch das vor. Die vierte Dimension hat einen lausigen Handyempfang. Nein, warte, das Handy hat geklingelt. Wir haben Empfang. Vielleicht können uns die Autobots weder hören noch sehen, weil wir uns mit sowas wie Hypergeschwindigkeit bewegen. Ihren Mut kann man nur bewundern. Halt ihn fest! Sie haben immer wieder bewiesen, dass Sie bereit sind, Ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Für Ihr Land und für Ihren Planeten. Ihre Zivilisten hatten also bereits Feindkontakt? Ich vergesse nie ein Gesicht. Nicht mal das eines Menschen. Du würdest einfach jeden betrügen. Mein Gesicht solltest du lieber nie vergessen. Niemals! Sie haben schon eine Menge erlebt. Miko, sieh nicht hin! Aber... Du sollst dich umdrehen! Glauben Sie mir, die Sicherheit dieser Menschen, aller Menschen, ist immer noch das Hauptanliegen der Autobots. Sie haben keine schützende Außenhaut. Wenn sie uns unter die Füße geraten, macht es... Und das war's dann. Dann müssen wir eben alle bis auf Weiteres aufpassen, wo wir hintreten, Ratchet. Und diese Zivilisten wollen alles auch genau so, wie es ist. Ich erlebe hier gerade einen Traum in Botswana. Und das lasse ich mir weder von dir noch von sonst jemand kaputt machen. Sie haben einen Bund mit den Bots geschlossen. Musashi! Oh, warum heiratet ihr nicht einfach? Ich bin direkt hinter dir. Oh. Und sie sind eine wertvolle Hilfe, wann immer ich anderweitig im Einsatz bin. Hier ist Special Agent William Fowler. Ich befinde mich derzeit in einer intensiven Trainingseinheit und bin bis Dienstag nicht erreichbar. Ich hasse es, mit Maschinen zu sprechen. Ihre Mitwirkung sollte nie etwas anderem dienen als humanitären Zwecken. Sie sollten den Autobots ausschließlich dabei helfen, das Leben auf unserem Planeten besser zu verstehen. Ein Scout sollte lautlos, aber tödlich sein. Was ist? Brauchst du nicht noch so ein Dingster? Du bist ein Motorrad, RC. Solltest du nicht wissen, wie man Motor baut? Du bist ein Mensch, Jack. Kannst du mir einen kleinen Daumen bauen? Ich soll euch über die Erdbrücke in einen winzigen Raum schicken, der mit über 90 Meilen dahin rast. Ich will gar nicht dran denken, was da alles schiefgehen kann. Massives Verschiebungstrauma, gebrochene Knochen, Metallverbrennungen. Naja, letzteres wohl eher nicht. Leider können wir die Überlegenheit ihrer Technik bisher nicht mal ansatzweise nutzen. Allerdings, ich kann meinen Senkrechtstarter fliegen, ohne einen Fluganzug tragen zu müssen. Wie kommt es, dass Ihre Organe nicht explodieren? Eine Modifikation, die Ratchet am Kabinendruckregulator vorgenommen hat. Ich hab's gern bequem. Wir kommen vom Thema ab. Bitte erklären Sie, warum wir Megatrons Stahlkopf noch nicht auf einem Silbertablett serviert bekommen haben. Nein! Der Anführer der Decepticons hat schlicht und einfach 9 Leben. Ich stehe vor ihm und blicke ihm ins Gesicht. Die gute Nachricht? Anscheinend ist er nicht in der Lage, den Blick zu erwidern. Es ist nicht so, als hätten wir es nicht versucht. Das Verrückte ist, in dem Moment, wo wir es hätten schaffen können, brauchten wir ihn. Megatron hat uns tatsächlich einmal geholfen, die Menschheit zu retten. Optimus, die Vergangenheit, Autobots, Decepticons, nichts ist länger von Bedeutung. Nicht solange Unicron lebt. Erläutern Sie das. Wir standen einer noch größeren Bedrohung gegenüber als den Mech oder den Decepticons. Buchstäblich dem Feind im Inneren. Unicron. Ich weiß, dass es sich verrückt anhört, aber was, wenn ich Ihnen sage, dass der Kern unserer Erde nicht aus dem besteht, was uns die Wissenschaft erzählt? Agent Fowler, ich sehe mich leider gezwungen, diese Befragung zu unterbrechen, bis über Sie ein vollständiges psychologisches Gutachten erstellt worden ist. Ist das Ihr Ernst? Als Vertreter der Regierung der Vereinigten Staaten ziehe ich in Erwägung, dass Sie Ihren Verstand verloren haben. General Bryce, ich versichere Ihnen, ich bin zurechnungsfähig. Es widerspricht jeder Logik, Bill. Dunkles Energon? Dann könnten Sie auch zu Protokoll geben, dass Sie an Zauberpferde mit einem Horn am Kopf glauben. Was?
Eben haben Sie gesagt, Megatron hätte geholfen, gegen Unicorn, gegen ein Einhorn zu kämpfen. Das haben Sie... Unicron, das ultimative Böse. Ich bitte Sie, das aus dem Protokoll zu streichen. Ist gut. Aber seien Sie gewarnt. Megatron stellte sich also als Verbündeter heraus? Nur aufgrund der besonderen Umstände. Erstaunlicherweise ist Starscream der Con, der uns am ehesten zu Diensten wäre. Allerdings nur, weil er seine Leute noch mehr verachtet, als er uns verachtet. Nein, Meister! Starscreams Loyalität zu Megatron war schon immer fragwürdig. Falls er sich tatsächlich von den Decepticons getrennt hat, könnte das Wissen unseres Gefangenen ihn zu einem wertvollen Verbündeten machen. Megatron hat sogar versucht, meinen Spark auszulöschen und mich dann durch diese verräterische Schlange Arachne ersetzt. Sie hat mich zurückgelassen, damit ich dort verrotte. Wieso sollte ich sie nicht verraten? Doch sogar nachdem Megatron versucht hat, ihn zu vernichten, hat Starscream noch um die Gunst seines Meisters gebuhlt. Stell dir vor, welche Anerkennung mir durch Megatron zuteil wird, wenn ich ihn nicht nur rette, sondern ihm auch noch einen Autobot liefere. Ich bin mir sicher, das wird mein Ansehen schnell wiederherstellen. Starscreams Unsicherheit macht ihn weniger berechenbar als Megatron und in mancher Hinsicht sogar noch gefährlicher. Ich treffe die Entscheidungen hier. Ich bin verantwortlich. Er sollte endlich herausfinden, ob er Megatrons Position will oder nur seine Anerkennung. Ich wüsste gerne, warum Starscreams endgültige Beseitigung bisher noch nicht stattgefunden hat. Ihre Überlegenheit im Luftraum sorgt dafür, dass die Cons immer noch die Oberhand haben, auch wenn sie durch uns einige Rückschläge hinnehmen mussten. Aber Tatsache bleibt, Starscream hat uns wertvolle Informationen geliefert, seit er abtrünnig ist. Starscream, ich habe Informationen bezüglich deines Anführers. Bring medizinische Ausrüstung. Keine Sorge, die Bots sind nicht so dumm, ihm blind zu vertrauen. Einen Schritt und ein kostbarer Biomechanismus ist Schrott. Zum Glück für uns ist Starscream trotz seiner strategischen Genialität sich selbst der größte Feind. Was? Mein T-Block! Du kannst nicht fliegen? Und er ist nicht der Einzige, der sich von Megatron losgesagt hat. Die Spinne. Arachnid. Eine sadistische Bestie. RC hat mit ihr schon so einiges durch. Ich habe das Gefühl, das nächste Mal, wenn sie sich begegnen, wird nur eine überleben. Es sei denn, Megatron kriegt Arachnid zuerst in die Finger. Die internen Machtkämpfe der Decepticons gehen also weiter. Und das nicht zu knapp. Megatron scheint seinen engsten Kreis nicht dazu bewegen zu können, Händchen zu halten. Und glauben Sie nicht, dass wir dieses Chaos ausnutzen könnten, um einen Decepticon zu motivieren, für uns zu arbeiten? Es gibt einen, den Prime zu respektieren scheint. Auch wenn es höchst unwahrscheinlich ist, dass ein Decepticon den Weg des Guten wählt, so verfügt er doch über das Potenzial, sich zu ändern. Doch nachdem ich gesehen habe, wie Dreadwing eine halbe Stadt zerstört hat, würde ich nicht auf ihn setzen. Ich muss noch mal nachfragen. Wenn Optimus glaubt, dass ein Decepticon sich zum Guten wenden kann, wieso sollte es umgekehrt nicht auch möglich sein? Niemand weiß doch, was wirklich passiert ist, als Optimus bei den Decepticons war. Sie nicht und die Autobots auch nicht. Was das angeht, bin ich hundertprozentig Ratchets Meinung. Ein Decepticon zu sein, ist eine Entscheidung, Agent Fowler. Und es fällt mir schwer zu glauben, dass Optimus sie je in seinem Leben treffen würde. Orion Pax mag zurzeit vielleicht kein Autobot mehr sein hier oben, aber ich werde nicht aufhören, daran zu glauben, dass er einer bleiben wird, hier drinnen. Allen Widrigkeiten zum Trotz und obwohl Prime unter Amnesie litt, stellte er sich gegen Megatron und schaffte es zu fliehen. Wäre er imstande, sich so zu ändern? Weißt du, was dein Problem ist, Optimus? Du bist für einen so großen, starken Bot viel zu weich. Du hast Megatron nicht fertig gemacht, als du die Chance dazu hattest. Viele Chancen! Wenn ich damit richtig liege, kannst du mich auch gleich mit diesem Bohrer erledigen. Du wirst garantiert nie wieder eine bessere Gelegenheit bekommen als hier und jetzt. Nein, würde er nicht. Also sag es mir, Optimus. Willst du mich lebend gefangen nehmen oder endet es hier und jetzt? Prime hat bewiesen, dass er bereit ist, weiterzugehen als jemals zuvor, um die Menschheit zu beschützen. Optimus Prime ist ein wahrer Patriot. Er und sein Team setzen weiterhin Tag ein, Tag aus ihr Leben aufs Spiel und erwarten keine Gegenleistung dafür.
Wenn du nicht überlebst, Optimus, dann wird es dieser Planet ebenfalls nicht. Also gut. Es ist einfach so. Prime hat nicht eine böse Schaltung in seinem Körper. Beweg dich, Opa! Agent Fowler, ist das wirklich nötig? Als Kontaktperson der Autobots muss ich dringend zu bedenken geben, dass jetzt der schlechteste Zeitpunkt ist, Primes Loyalität in Frage zu stellen. Wir stehen vor einer größeren Bedrohung als jemals zuvor. Die Decepticons sind auf der Jagd nach lange verborgenen Relikten von Cybertron. Erste Nachforschungen haben ergeben, dass es sich sowohl um heilige Objekte mit mystischen Kräften handeln könnte, als auch um Massenvernichtungswaffen. Mystisch? Ja, streichen Sie das auch. Was ich Ihnen damit sagen will, ist... Warten Sie. Prime, ich brauche Ihre Hilfe. Agent Fowler, haben Sie MEC-Agenten enttarnt? Nein, die sind sauber. General Bryce möchte nur wissen, wie Ihr augenblicklicher Gesundheitszustand ist. Es geht mir gut, General Bryce. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut, Soldat. Bill. Ich glaube, ich habe genug erfahren, um überzeugend auszuführen, dass Optimus Prime tatsächlich gesund und munter ist. Und klar auf unserer Seite steht. Wir danken für Ihre Unterstützung, Sir. Wegtreten. Kopfdichtung. Was zum... Das Kriegsschiff der Cons? Ratchet, frag mich, wie ich hergekommen bin. Lange Geschichte. Ratchet, hörst du mich? Oh, Schrott. Leise, vorsichtig. Starscream? Wie kann es sein, dass mir jedes Mal, wenn ich in mein altes Revier zurückkehre, plötzlich einer von euch Autobots in die Arme läuft? Sag mir nicht, dass du zu Megatron zurückgekrochen bist. Wohl kaum. Jetzt geh mir aus dem Weg. Scream, zeig mir, wie ich von diesem Boot runterkomme. Tut mir leid, ich hab's eilig. Hey, als du Hilfe brauchtest, soweit ich mich erinnere, war es ein Tauschhandel. Also, wenn du mir nichts Interessantes anzubieten hast, dann geh zur Seite. Der Ausgang sofort. Ich habe zwar auch sie laufen lassen, als wir uns das letzte Mal begegnet sind. Aber ich werde nicht zögern, dich aufzuspießen, wie ich es bei diesem Cliffjumper getan habe. Krepierbalkett! Das ist für Cliffjumper. Für Bumblebee. Für alles. Was gäbe ich nicht alles dafür, wieder fliegen zu können?
Ah, so wie ich sie zurückgelassen habe. Die Harbinger. Jetzt wendet sich endlich alles zum Guten. Das darf nicht wahr sein, nicht ein einziger Krümel Energon. Ein Laboratorium. Und es funktioniert noch. Protoformen. Bulkhead an Stützpunkt. Empfange ein starkes Signal. Ich gehe dem mal nach. Mal sehen. Übertragung der Binärverbindungen, submolekulare Infusion. Die Formel scheint recht einfach aufgebaut zu sein. Nun, meine kleinen Lehmklumpen, sieht so aus, als wärt ihr reif fürs Modellieren. Dann wollen wir mal ein bisschen klonen. Kein Anzeichen von Aktivität. Schenk mir ein Leben! Gleichgesinnte Gesellschaft. Endlich. Energon. Fertig verpackt zum Mitnehmen. Schrott. Verehrte Mitglieder meiner Armada. Ihr steht jetzt direkt vor dem Abgrund des Ruhms. Zur Erfüllung meines Schicksals, auf das ich so lange hingearbeitet habe. Kraftvolle Führerschaft der Decepticons! Ich bin entzückt zu hören, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Wir sind eins, Commander. Wir teilen deine Gedanken und deine Gefühle. Sogar dein unersättlicher Streben nach Macht. Verstehe. Glücklicherweise haben sich die Ortungssysteme der Harbinger ständig mit Megatrons Kriegsschiff synchronisiert. Allerdings müssen wir eine Möglichkeit finden, es zu erreichen. Ihr könnt euch transformieren? Natürlich könnt ihr das. Wie solltet ihr denn sonst zum Schiff fliegen? Das war nur ein Test, den ihr alle bestanden habt. Und jetzt fliegt und holt mir Megatrons verfluchtes Spark! Oh, meine Kopfdichtung! Schwärmt aus und haltet euch im Schatten. An Bord dieses Schiffes ist jeder von uns ein potenzielles Ziel. Aber zusammengesehen zu werden, nimmt uns den Überraschungseffekt. Wer immer von uns Megatron zuerst entdeckt, gibt seine Position durch. Starscream?
Ich kann's gar nicht erwarten, endlich die detaillierten Beschreibungen von Megatrons Ableben zu erfahren. Was passiert hier? Das ist für Cliffjumper, für Bumblebee, für alles. Mein genetischer Coach stattet meine Klone mit einem mir fehlenden T-Block aus und ich muss dafür ihre Schmerzen erleiden. Eine Com-Einheit. Bulkhead an Stützpunkt, hört ihr mich? Empfangt ihr mich? Dämliche Com-Technik, ist das Ding überhaupt an? Decepticon-Signal. Endlich. Treu ergebene Diener, die Zeit ist gekommen für die ultimative Vergeltung. Optimus, immer noch kein Lebenszeichen von Bulkhead. Aber ich empfange ein paar äußerst seltsame unterirdische Frequenzen. Von irdischer Herkunft? Ich kann dir noch nicht sagen, was es ist, aber ich kann dir sagen, wo es ist. Die Koordinaten unserer letzten Begegnung mit Megatron. Und Erachnet. Und Erachnets Insektikon. Erhebe dich, meine Armada, und greif an! Wir sind wahrscheinlich gerade Zeugen des Starts einer Mission zur Vernichtung von Megatron. Ich wüsste keinen Grund, das aufzuhalten, selbst wenn wir könnten. Aber wir können Erachnet aufhalten. Nachhut, greif die Autobots an! Vorsichtig. Lord Megatron! Ja, was gibt es? Ein Eindringling. Ein Autobot? Starscream. Er wurde zuletzt in der Nähe der Brücke gesehen. Abgetaucht. Was für eine Überraschung.
Megatron, jetzt ist die Zeit gekommen, alte Rechnungen zu begleichen. Ja. Ach, wirklich, Starscream? Und das ganz alleine? Naja, eigentlich. Klone. Sehr schlau, Starscream. Falls du überhaupt hier unter deinen Knechten stehst. Knechte? Wir alle sind eins. Und doch viele. Serviert mir Starscreams Kopf auf einem Tablett. Und ich mache euch zu meinen Stellvertretern. Euch alle. Nein, ihr versucht uns reinzulegen. Ist das so? Ist das so? Akzeptiert mein Angebot und wir profitieren alle davon. Andernfalls werdet ihr euch gegenseitig umbringen, nur um die Beute zu bekommen. Das liegt einfach in eurer Natur. Hört nicht auf ihn! Seid bereit, durch meine Hand zu sterben! Unsere Hände! Ja, nur unsere gebündelte Feuerkraft ist imstande, Megatron endgültig zu zerstören. Ziel anvisieren! Hört ihr das auch? Ignorieren! Bei drei wird gefeuert! Eins, zwei. Was war das? Das Geräusch, wenn das Blatt sich wendet. Was geht denn da oben nur vor sich? Dich zu vernichten war schon die ersten drei Male ungeheuer befriedigend. Arachnid. Heute scheint der Tag der Attentäter zu sein. Sie. Wenn du meinen Spark auslöschst, sieh zu, dass es wehtut. Du weißt, ich würde dir dieselbe Höflichkeit zuteil werden lassen. Ich bin nicht wie du. Du sagst es. Heute ist mit Sicherheit mehr als nur ein Plan vereitelt worden. Ja.
Egal, wie auch immer. Ich komme von diesem Kahn runter. Was jetzt? Aus dem Weg! Mein Lord, unser Energiekern wurde beschädigt. Bereit machen zur Landung. Stasis. Sie verdient Schlimmeres. Diesen Gedanken hatte ich oft. Viel öfter, als du ahnst. Deine Entscheidung hat dich stärker gemacht. Leute, ihr habt keine Ahnung, was ich für einen Tag hatte. Ihr auch, hm? Lord Starscream, euer loyalster Diener ist zurückgekehrt. Aber leider muss ich euch mitteilen, dass unsere kollektive Mission gescheitert ist. Ja. Ich hatte schon so ein Gefühl. Es war sowas wie ein stechender Schmerz in meiner Seite! Ihr wusstet, dass ich versuchen würde, euch zu töten? No. Ich fühle deinen Schmerz. Glaub mir, das tue ich. Schrott, tut das weh. Redwing, Schadensbericht. Wir haben ernsthafte Schäden an allen wichtigen Systemen, Lord Megatron. Es wird eine Weile dauern, bis wir das Schiff wieder startklar haben. Soundwave. Es war also ein Autobot, der mein Schiff lahmgelegt hat. Sie werden schnell handeln, um jede mögliche Schwäche auszunutzen. Sicher sind Sie nicht so dumm, einen direkten Angriff zu starten, mein Lord. Optimus ist seit unserer letzten Begegnung wesentlich rücksichtsloser geworden. Lord Megatron, als euer Arzt muss ich euch dringend davon abraten. Die regenerativen Eigenschaften dunklen Energons sind beeindruckend. Aber die Nebenwirkungen... Es gibt niemanden, der die Auswirkungen auf dieses Schiff kennt. Dunkles Energon strömt durch meine Adern. Wenn ich es auf meinem Schiff eingebe, wird es sein, als wenn wir eins wären. Und wir beide vernichten Optimus Prime. Zurückzogen und ich so nah am Energiekern war, kam mir plötzlich eine Idee. Ich habe getan, was ich am besten kann. Du
Du hast Megatrons Karre demoliert wie ein Rockstar ein Hotelzimmer. Greifen wir die Cons jetzt an, solange sie geschwächt sind. Megatrons Kriegsschiff kann zwar nicht fliegen, aber vergessen wir nicht, dass wir immer noch in der Unterzahl sind. Besonders seit er den Insektikon-Stock zu seinen Truppen zählen kann. Vielleicht ist das der Zeitpunkt für einen Luftangriff. Es ist Zeit, drastischere Maßnahmen in Betracht zu ziehen, Agent Fowler. Der Spark-Extraktor? Optimus, willst du wirklich diesen Weg beschreiten? Auch wenn ich nur sehr widerstrebend eine Waffe dieses Kalibers einsetze, insbesondere da sie von Decepticon-Hand geschaffen wurde, ist dies vielleicht unsere einzige Chance, diesen Krieg zu beenden, ein für alle Mal. Optimus, ich empfange einen massiven Energieanstieg an der Unfallstelle der Decepticons. Es scheint dunkles Energon zu sein. Autobots, transformiert euch und auf die Räder! Moment mal, Prime. Wenn Sie vorhaben, in einem Showdown mit den Cons eine Superwaffe einzusetzen, werde ich als Repräsentant des Planeten Erde als Zeuge dabei sein. Da rupft mir doch einen Vogel. Optimus, auf dich kann man sich immer verlassen. Bumblebee jetzt! RC, Bulkhead, lenkt sie ab! Stell sicher, dass ein Radius frei ist, bevor du den Spark-Extraktor aktivierst. Ich wusste gar nicht, dass das Schiff mit einer Stasis-Kanone ausgerüstet ist. Das war's mit Weihnachten auf den Fidschis. Der Spark-Extraktor. Bring uns näher ran, damit ich mir nehmen kann, was mir gehört, um die Autobots zu zerstören. Das Team ist außer Gefecht. Erbitte Medevac. Was? Wo steuerst du hin? Ich sagte näher ran. Laut Megatron, das Schiff navigiert sich selbst. Gegensteuern.
Die Systeme umgehen die manuelle Steuerung. Anscheinend hat das Schiff jetzt einen eigenen Willen. Unmöglich. Spüre die Ursache des Problems auf und beseitige sie. Lass die Finger von meinen Systemen. Das war die einzige Warnung. Eine Warnung? Meine Mission hat Priorität. Jeder Cybertronianer, der sich mir in den Weg stellt, wird neutralisiert. Mein eigenes Schiff wagt es, in diesem Ton mit mir zu sprechen? Außerdem scheint es sich bei der Dekodierung der Daten des Projektes IACON deutlich schlauer anzustellen als wir. Es hat bereits einen weiteren Satz Koordinaten entschlüsselt. Und wenn ich unseren Kurs richtig deute, ist das Schiff genau dorthin unterwegs. Genau wie ich es wünsche. Seht ihr? Dieses Kriegsschiff ist nichts anderes als eine Erweiterung meines Willens. Dein Wille ist nichts. Das iakonische Artefakt wird mir gehören. Ich bin Lord Megatron. Ich befehle dir, die Operation einzustellen. Du hast nicht mehr das Kommando. Bringt dieses Schiff wieder unter Kontrolle. Mit allen dafür nötigen Mitteln. An alle! Strom zum Hauptrechner abschalten und Verbindung zu Datenrelais unterbrechen. Sofort! Sie leben. Aber eine solche Form der Stasis kannte ich noch nicht. Die Kons überqueren den Atlantik. Mit direktem Kurs auf Nordamerika. Heißt das, wir können sie orten? Wieso sind sie nicht getarnt wie sonst? Das ergibt alles einfach keinen Sinn. Sie hatten uns bereits im Visier und sind dann einfach abgehauen. Sie haben sogar dieses Spark-Extraktor-Dings da liegen lassen. Wenn das Schiff nicht getarnt ist, sind vielleicht die Kommunikationsrelais offen und... Bla, bla, schlägst du etwa vor, dass wir Megatron schnell mal eben anrufen und ihn fragen, was da oben so los ist? Lord Megatron, der Computer hat noch einen zweiten Satz Koordinaten entschlüsselt. Vielleicht sollten wir ihm erlauben, weiterzumachen. Ich brauche keine Erlaubnis. Autobot Außenposten Omega-1 an Decepticon Kriegsschiff. Megatron, bitte melden! Diese Meuterei hat jetzt ein Ende! Megatron! Megatron wurde seines Kommandos enthoben. Wer ist da? Wer ist da? Befindet sich das Schiff der Decepticons unter Ihrer Kontrolle? Ich bin das Schiff. Jeder Cybertronianer, der sich meiner Mission in den Weg stellt, wird neutralisiert. Welche Mission? Oberste Priorität, Entschlüsselung der iakonischen Datenbank und Zurückeroberung der Decepticon-Technologie. Und zu welchem Zweck? Es hat aufgelegt. Unhöflich. Unhöflich? Da oben fliegt ein riesiges Raumschiff rum, das Massenvernichtungswaffen der Decepticons einsammelt. Ein riesiges Raumschiff voller neutralisierter Decepticons. Und? Das wäre die Chance für uns, an die iakonische Datenbank da oben zu gelangen. Damit Optimus sie entschlüsseln kann. Klar, genial. Ich infiltriere das Kriegsschiff der Decepticons. Nicht genial. Du hast doch gesehen, was es mit den Decepticons gemacht hat. Und wahrscheinlich auch mit Megatron.
Und dem Team Prime. Aber der Kahn hatte es auch auf mich abgesehen und ich atme noch. Vielleicht kann das Schiff Menschen nicht erfassen. Also gut, Agent Fowler. Aber beim geringsten Anzeichen von Problemen hole ich Sie per Brücke hierher zurück. Um die Datenbank runterzuladen, brauchen Sie ein kompatibles Transferlaufwerk. Ein was? Er braucht auch technischen Beistand. Und Verstärkung. Fowler an Stützpunkt, wir sind drin. Gut, der Zugriff auf Ihren Datenkern müsste von jeder Konsole aus möglich sein. Da ist einer. Doc Nock ist ausgenockt. Seht mal, das Schiff hat zwei iakonische Datensätze entschlüsselt. Drei. Runterziehen und raus hier. Da ist der Anschluss. Wieso steuert das Schiff Manhattan an? Da liegen die Koordinaten des ersten Datensatzes. Was sucht ein Relikt von Cybertron in Big Apple? Die iakonischen Relikte gelangten schon vor Äonen auf die Erde. Lange bevor dort eine Stadt gebaut wurde. Wenn das Schiff also dieses Relikt will, muss das Gebäude aus dem Weg schaffen. Unsere Mission hat sich gerade verkompliziert. Wie halten wir dieses Schiff auf? Ich würde das Navigationsmodul deaktivieren. Ruf das Navigationshauptmenü auf. Da! Geh zur Seite, mein Junge. Ja! Agent Fowler! Systemzugriff registriert. Einmischungen werden nicht toleriert. Da! Gebt euch zu erkennen. Es kann uns nicht sehen. Noch nicht. Offenbar scannt das Schiff noch nicht auf kohlenstoffbasierte Lebensformen. Aber wenn es seine Suchparameter erweitert... Sind wir geliefert. Ich aktiviere die Erdbrücke. Nein. Es stehen Millionen von Leben auf dem Spiel. Und wir drei sind jetzt die Einzigen, die etwas dagegen tun können. Das geht über eure Fähigkeiten. Die Messwerte, die schnelle Regeneration des Schiffes, alles deutet darauf hin, dass Megatron für die Reparatur dunkles Energon verwendet hat. Warte mal. Wenn das Schiff dunkles Energon getankt hat, kann man es auch ablassen, oder? Nötig wäre eine Umkehrung des Energon-Zuflusses. Folgt den oben liegenden Hauptleitungen. Sie führen euch zum Energiekern. Megatron hatte dieselbe Idee. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das Energon-Einspritzventil kann nur manuell betätigt werden. Manuell? Helft mir mal darauf. Lebensformen befallen. Oh, wir sind aufgeflogen.
Kritischer Energieverlust. Ich habe das Kommando. Bereitet euch auf. Neutralisierung vor. Luft! Dem Allspark sei Dank. Ratchet! Aktiviere die Erdbrücke! Soldat. Biber und Enten und Walnüsse und Oma. Das ist alles, was runtergeladen wurde? Die Iacon-Datei muss riesig sein. Verschärft! Los jetzt! Unser Bus ist da! Ja. Jack? Schafft Fowler hier raus. Wenig ist besser als gar nichts. Ich gehe nicht ohne dieses Laufwerk. Sag, wie wär's mit einer zweiten Meinung? Du hast sie entkommen lassen. Mit bedeutenden Informationen. Die iakonische Datenbank wurde zwar nicht vollständig überspielt, aber wir besitzen jetzt 4 Datensätze, die vom Schiff entschlüsselt wurden. Dann müssen wir schnell handeln. Denn Megatron besitzt dieselben 4 Datensätze. Und er wird nicht zögern, die potenziellen Massenvernichtungswaffen in die Hände zu bekommen, die sich auf diesen Koordinaten befinden. Bisher bei Transformers Prime. Anscheinend hat das Schiff jetzt einen eigenen Willen. Außerdem scheint es sich bei der Dekodierung der Daten des Projektes Iacon deutlich schlauer anzustellen als wir. Bringt dieses Schiff wieder unter Kontrolle. Mit allen dafür nötigen Mitteln. Das wäre die Chance für uns, an die iakonische Datenbank da oben zu gelangen. Wieso steuert das Schiff Manhattan an? Die Relikte gelangten schon vor Äonen auf die Erde, lange bevor dort eine Stadt gebaut wurde. Ja! Agent Fowler! Das ist alles, was runtergeladen wurde? Los, hau ab! Los jetzt! Unser Bus ist da!
Die iakonische Datenbank wurde zwar nicht vollständig überspielt, aber wir besitzen jetzt 4 Datensätze, die vom Schiff entschlüsselt wurden. Dann müssen wir schnell handeln, denn Megatron wird nicht zögern, die potenziellen Massenvernichtungswaffen in die Hände zu bekommen, die sich auf diesen Koordinaten befinden. Wenn wir auch nur den Hauch einer Chance haben wollen, die iakonischen Relikte noch vor den Decepticons zu finden, dann müssen wir unsere Ressourcen aufteilen. Aber Optimus, zahlenmäßig sind wir schon jetzt ganz klar unterlegen. Das ist gefährlich. Die gegebenen Umstände machen allerschnellstes Handeln erforderlich. Dies ist ein Rennen, das wir auf gar keinen Fall verlieren dürfen. Die Entsendung mehrerer Geschwader wird es uns ermöglichen, Jagd auf alle 4 Koordinaten gleichzeitig zu machen. Lord Megatron, ich habe die Bergungsinformationen für den ersten Satz Koordinaten zusammengetragen. Breakdown und ich haben schon früher erfolgreich iakonische Relikte sichergestellt. In Gedenken an meinen gefallenen Kameraden habe ich vor, diesen Erfolg zu wiederholen. Das ist eine Mission und keiner von deinen Rallye-Ausflügen. Hör auf zu prahlen! Beeile dich und operiere präzise! Hast du mich verstanden, Knockout? Aber natürlich, Lord Megatron. Da du durch den bedauerlichen Verlust Breakdowns ungeschützt und verwundbar bist, wirst du geeignete Unterstützung benötigen. Oh, wie außerordentlich abstoßend. Das ist ja merkwürdig. So wie es aussieht, ziehen sich die Decepticons von Manhattan zurück. Was denn? Die hauen einfach ab? Wahrscheinlicher ist, dass Megatron bereits Kurs auf die Koordinaten des 2. Datensatzes genommen hat. Nachdem eine Bergungseinheit am Standort dieses Reliktes ausgesetzt wurde. Ohne dafür einen Teil der Stadt in die Luft zu jagen? Sie nutzen die U-Bahn-Schächte. New York hat unter der Stadt ein ganzes Netzwerk davon. Da die menschliche Bevölkerung jetzt nicht mehr direkt bedroht zu sein scheint, müssen wir unsere Tarnung unbedingt weiter aufrechterhalten. RC, Bumblebee, ihr seid am besten dazu geeignet, durch ein so dicht besiedeltes Gebiet zu navigieren. Optimus, New York hat über 8 Millionen Einwohner. Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden gesehen werden, ist hoch, selbst wenn sie im Untergrund sind. Und was soll das heißen? Ihr braucht ein Gesicht. Jemanden, der in eurem Namen spricht. Einen Menschen, der eingreifen kann, falls die Tarnung auffliegen sollte. Also, ich bin schon oft in U-Bahn-Stationen gewesen. Ich bin in einer Großstadt aufgewachsen, im Gegensatz zu Mister. Ich war noch nie außerhalb von Jasper, Nevada. Ich war schon auf Cybertron. Aber Cybertron hat keine U-Bahn. Oder doch? Agent Fowlers Außendiensterfahrung macht ihn zu unserem besten Kandidaten. Bananenfisch! Wenn er sich nicht immer noch von der Attacke des Kriegsschiffes der Decepticons zu erholen hätte. Die wir ohne den kleinsten Zwischenfall überlebt haben. Also gut. Miko und Jack, ihr begleitet RC und Bumblebee. Ja! Initiiere den Transport und berechne dann die Koordinaten der anderen 3 Relikte. Natürlich nicht Cybertron. Und jetzt Gesicht. Wie kommen wir in den Untergrund? Tja, du kannst nicht einfach über die Drehkreuze springen und hoffen, dass es keiner bemerkt. Sieh dir das an. Bauarbeiten.
der normale Alltag einer Großstadt. Bumblebee, stopp! Die dritte Schiene. Die führt den Strom für die Untergrundbahn. Eine Berührung und zack, bist du gegrillt. Und, das hast du wohl aus dem Fernsehen, was, Jack? Könnten wir bitte das Tempo erhöhen? Mein Fahrwerk fängt durch die Feuchtigkeit hier unten an zu rosten. Musst du hier rumhängen? Kommen wir langsam näher? Die Koordinaten zu berechnen ist eine Sache. Aber etwas in diesem Labyrinth zu finden, eine andere. Bohrgeräusche. Sie kommen von da hinten. Miko! Miko, was denkst du dir? Rührt euch nicht von der Stelle! Mist! Was treibt ihr Kids hier unten? Wir sind auf einem Ausflug mit unserer Schule. Aber wir haben uns verirrt. Ach, tatsächlich? Ich wäre lieber bei der Gruppe geblieben. Aber der gute Lennart meinte, dass er hier unbedingt nach Fossilien suchen muss. Ich bin schuld. Ich möchte nach Hause. Können Sie uns helfen, Mr. Vogel? Aber ihr dürft mich Vogel nennen. Und? Schon mal mit einem Gleisräumer gefahren? Gesicht? Und dieser Abschnitt kam in den 30ern als öffentliche Baumaßnahme dazu. Echt faszinierend. Aber diese Tunnel haben auch eine dunkle Seite. Hier sollen sich merkwürdige Kreaturen herumtreiben. Riesige Schlangen, Albino-Alligatoren und auch Tunnelmenschen. Das sind doch nur Menschen, die hier unten leben, weil sie obdachlos sind, nicht wahr? Ja, das verbreiten sie durch die Medien. Aber ich sage, sie kommen aus dem Weltall. Glaubt mir, Area 51 ist nichts im Vergleich zu diesem Ort. Die Aliens sind hier unten und bauen ihre Armee auf. Ihr Plan ist, uns Menschen zu versklaven. Aliens, hä? Wenn der wüsste. Ich empfange das Signal einer jakonischen Barke. Sie haben das Relikt gefunden. Also, jetzt zeigt es mir endlich! Sichern und laden. Gesichtszüge. Perfekt für eine schmerzhafte kleine Prozedur, die ich Schönheitsoperation nenne. Schön auf die Nase gefallen. Ha.
Schön gegrillt. Hier lang. Woher willst du das wissen? Miko, lass uns erst nachdenken. Wieso? Weil du denkst, dass ich keine Ahnung hab? Ich bin Jack. Optimus hat mich auserwählt, nach Cybertron zu gehen, also bin ich allwissend. Okay, Miko, ernsthaft. Wenn es das ist, was dich nervt, wieso hast du nicht schon früher was gesagt? Ich hab mich zurückgehalten. Seit wann hältst du dich denn zurück? Ach, Miko, du trägst doch genauso viel bei. Gestern erst hast du geholfen, ein psychotisches Kriegsschiff unschädlich zu machen. Das ist doch kein Wettbewerb. Verirrt, hä? Ich glaube, so wie es aussieht, dürft ihr beide das jetzt mal der New Yorker Verkehrsbehörde erklären. Wir sollten ihm die Wahrheit sagen, oder, Leonard? Gut. Die Wahrheit ist, unser Hund ist weggelaufen. Spar dir die Worte. Die echte Wahrheit. Wir versuchen, Aliens davon abzuhalten, ein uraltes und mächtiges Relikt auszugraben, mit dem sie unsere Erde zerstören wollen. Ich hab doch gewusst, dass da vorhin irgendein schrilles Geräusch zu hören war. Ein Geräusch, das nicht von den Arbeiten auf Gleis 5 stammt. Gut, jetzt wollen wir uns mal genau ansehen, was das ist und was es kann. Und es gibt doch keinen besseren Weg dafür, als die Durchführung eines kleinen Vor-Ort-Experimentes. Tunnelmenschen aus Metall! Um genau zu sein, Decepticons. Und sie haben RC und Bumblebee. Vogel, hat das Ding einen Turbogang? Aber sowas von Turbo, Leute! Ich muss mich sputen, hab grad meinen Zug verpasst. Folg du dem Relikt. Ich hole Jack und Miko. Nicht gut. Die Bremsleitung scheint hin zu sein. Wir können nicht anhalten? Nicht weiter schlimm. Die Gleise laufen ewig im Kreis. Stimmt's, Vogel? Dieses hier nicht. Die Strecke ist eine Sackgasse? Das heißt Knall und Bumm? Jetzt fange ich an, Züge zu hassen. Was war das? Willkommen auf der Erde! Vogel, nein! Sie ist eine von den Guten! RC, die Bremsen sind hin! Gibt es sowas wie eine Notbremse? Nein, Ma'am. Aber weiter vorne ist eine Weiche, die man stellen kann. Wenn Sie einfach den Hebel umlegen könnten. Sie erkennen ihn, wenn Sie ihn sehen. Das leitet uns auf ein anderes Gleis um. Hat sie sich gerade in ein Motorrad verwandelt? Oh, oh. Und was ist das? Ärger. Sieh mal einer an. Wer ist denn da wieder auf den Rädern? Ah!
Schön gegrillt. Wir können immer noch nicht anhalten. Es sei denn, wir krachen in eine Wand. Deck das her! Hast du nicht platt gemacht? Ein Phasenschieber. Praktisch, wenn man feste Materie durchqueren muss. Oder auch andersherum. Nein! Nein! Wenn ihr meinen Lack zerkratzt, zerkratze ich euren! Er weiß Bescheid. Müssen wir ihn jetzt mitnehmen? Zum Mutterschiff? Vielleicht habe ich eine andere Lösung. Gut so, Soldat. Schmeiß den Brocken rein und komm nach Hause. Fauler? Miko, was ist los? Was zum Henker soll das? Ich stecke hier mitten in der Krise und du willst, dass ich... Okay, gib ihn mir. Mr. Vogel, hier spricht Special Agent William Fowler, Regierung der Vereinigten Staaten. Ich berufe Sie hiermit zum Agenten ehrenhalber des Ministeriums für, interstellare Beziehungen. Danke, Sir. Also, ihr Leute, meldet euch. Aber sowas von, Vogel. Ah. Aber bis dahin ist es unerlässlich, dass wir uneingeschränkte Funkstille halten. War mir eine Ehre. Gute Idee, Gesicht. Ich verstehe eben die Großstadtmenschen.
die zu viel Zeit unter der Erde verbringen müssen. Ein Relikt haben wir. Drei fehlen noch. Hoffentlich haben die anderen Ähnliches erreicht. Roboter, die sich in Fahrzeuge verwandeln. Bisher bei Transformers Prime. Es gibt einen, den Prime zu respektieren scheint. Dreadwing, es gibt einen anderen Weg. Willst du mit dem Geschwafel irgendwas sagen, Prime? Die iakonische Datenbank wurde zwar nicht vollständig überspielt, aber wir besitzen jetzt vier Datensätze, die vom Schiff entschlüsselt wurden. Wenn wir auch nur den Hauch einer Chance haben wollen, die iakonischen Relikte noch vor den Decepticons zu finden, dann müssen wir unsere Ressourcen aufteilen. Aber Optimus, zahlenmäßig sind wir schon jetzt ganz klar unterlegen. Das ist gefährlich. Die Entsendung mehrerer Geschwader wird es uns ermöglichen, Jagd auf alle vier Koordinaten gleichzeitig zu machen. Berechne die Koordinaten der anderen drei Relikte. Dies ist ein Rennen, das wir auf gar keinen Fall verlieren dürfen. Die Koordinaten zeigen, dass das zweite der vier iakonischen Relikte am anderen Ende dieser Welt vergraben liegt. Ich würde bis zum Ende dieser und jeder anderen Welt reisen, um euch zu dienen, Lord Megatron. Dann kehre mit meiner Beute zurück, Dreadwing, und beweise, dass du ein würdigerer Stellvertreter bist, als die, die es vor dir waren. Laderegler, Aortaklemme, Laserskalpell, Durabilium Bohrer. Und ein leicht beschädigter, aber funktionstüchtiger T-Block. Die Hinterlassenschaft meines verräterischen Klones. Alles, was ich benötige, um mich wiederherzustellen. Eine simple, schmerzlose Prozedur. Überhaupt keine große Sache. Vorausgesetzt, dass man die Nerven dafür hat. Vier Decepticon-Geschwader benutzen zu exakt derselben Zeit Erdbrücken zu vier verschiedenen Kontinenten? Die Prozedur muss verschoben werden. Pass auf dich auf, Bulkert. Raphael lockt die verbliebenen Koordinaten ein. Ich werde mich in die Antarktis begeben. Was dich anbelangt, alter Freund, ich würde es begrüßen, wenn du nicht alleine gehst. Es ist keiner da, der mich begleiten könnte, auch wenn Agent Fowler einsatzfähig wäre. Wer ist ein Schnuckiputzi? Er ist ein Mensch. Ich hatte dabei an die einzige Autobot-Alternative auf diesem Planeten gedacht. Aber das kann nicht dein Ernst sein. Wheeljack ist stur und aufmüpfig, ein Raufbold. Außerdem ist er Bulkheads Partner. Deine Kompetenz liegt im technischen Wissen, aber Wheeljack ist ein äußerst fähiger Krieger. Es wäre weise, mit ihm ein vorübergehendes Bündnis zu schließen. Eine Fernbedienung für die Erdbrücke. Ich liebe die Decepticon-Wissenschaftler. Wie ich diesen Planeten verabscheue. Wenn er keine glühend heiße Wüste ist, ist er eine eiskalte Einöde. Nun, wo seid ihr, meine Decepticon-Brüder? Oh.
nichts von einem Transportmittel! Decepticons, ist euch eigentlich klar, dass ihr gerade den Commander eures Schiffs beschossen habt? Du kommandierst niemanden, Deserteur. Skyquake? Aber du bist doch tot. Skyquake war mein Bruder, der eins ist mit dem Old Spark. Wie du ja zweifellos weißt, ehemaliger Commander Starscream. Wenn ich zu entscheiden hätte, würde ich dich auf der Stelle auslöschen. Aber als Stellvertreter Megatrons ist es meine Pflicht, alle Verräter an meinen Herrn und Meister auszuliefern, damit er sie bestraft. Was? Stellvertreter? Das ist mein Posten! War mein Posten. Commander Dreadwing. Es muss eine sehr wichtige Mission sein, wenn Megatron dafür seinen Stellvertreter entsendet. Sucht ihr nach Energon oder ist es etwas ganz anderes? Das braucht dich nicht zu interessieren. Wenn ich wüsste, wonach ihr sucht, könnte ich vielleicht helfen. Bor! Wir haben die Koordinaten erreicht. Das Relikt. Jemand ist vor uns da gewesen. Relikt? Was denn für ein Relikt? Durchsucht die Umgebung! Commander Dreadwing, wir haben Fahrzeugspuren entdeckt. Die Autobots. Vielleicht. Obwohl ich noch nie erlebt habe, dass sie Fahnen an ihren Siegesstätten aufstellen. Bring mich nicht in Versuchung, Verräter! Ich werde deine leblose Hülle dieser Eiswüste überlassen. Ihr zwei, bewacht den Gefangenen. Optimus Prime, ich fordere dich auf und das nur einmal. Übergib mir das Relikt. Ich wollte von dir dasselbe verlangen, Dreadwing. Dann würde ich sagen, dass du und ich in der gleichen Lage sind. Außer natürlich, dass wir zu fünft sind. Und du ganz alleine. Zu sechst, wenn du mich von diesen albernen Handfesseln befreien würdest.
Du zielst ausgesprochen schlecht. Das ist eine Frage der Perspektive. Wohin hat uns das jetzt gebracht? Commander Dreadwing! Was wären wir für ein Team? Ich bin so froh, dass du gewonnen hast, Optimus Prime. Dieser Schuft Redwing hatte tatsächlich vor, mich zu töten. Also, wenn du mir jetzt die Fesseln abnimmst, führe ich dich auf direktem Wege zu dem Relikt. Du wirst mich so oder so hinführen. Es ist mir ein Vergnügen. Sei vernünftig, Prime. Diese Kälte lässt uns beiden die Aktoren einfrieren. Die Temperatur ist nicht extrem genug, um unseren biologischen Systemen zu schaden. Du schaffst das. Ja, aber ich fühle mich miserabel. Und ich kann nicht glauben, dass du unserer Allianz kein Vertrauen schenkst. Nach allem, was ich für die Autobots getan habe. Ich habe geholfen, deine Erinnerungen wiederherzustellen, Arcee das Leben gerettet. Du hast dich für uns zwar zeitweise als nützlich erwiesen, aber nur, um damit deine eigenen Interessen zu verfolgen. Tja, wir können nicht alle so selbstlos sein wie du, oder, Optimus? Aha! Wie ich vermutet hatte. Menschen, hier werden wir das Relikt finden. Also, holen wir uns zurück, was uns rechtmäßig gehört? Wir können nicht einfach in eine menschliche Einrichtung eindringen, um ein cybertronisches Relikt zu suchen. Nicht mal, wenn sie es gestohlen haben? Ebenso wenig kann ich unschuldige Menschen einem gefährlichen Decepticon aussetzen. Raphael, hat Agent Fowler sein Bewusstsein wiedererlangt? Ich bin hier, Prime. Was kann ich für Sie tun? Ich benötige Zutritt zu einer Forschungseinrichtung an meinem Standort. Ich werde jemand anrufen. Hast du wirklich vor, hier draußen in dieser Eiseskälte zu warten? Vollkommen dem Wohlwollen menschlicher Bürokratie ausgeliefert? Die Luft ist rein, Prime. Lass die Bude stehen. Vielen Dank, Agent Fowler. Das Relikt ist noch durch Eis versiegelt. Starscream, ich wusste, dass du kein Ehrgefühl besitzt. Doch dass du den Autobots hilfst, das ist ein Kapitalverbrechen. Was? Aber ich habe dir Spuren hinterlassen, absichtlich, so dass du mich aus meiner Geiselhaft befreien kannst. Dreadwing, ich werde nicht zulassen, dass du diesen Ort mit dem Relikt verlässt. Das weiß ich, Prime. Aber ich habe nicht vor, dir eine Wahl zu lassen! Oh,
Bei so viel Aufregung muss dieses Relikt etwas ganz Besonderes sein. Eine von Decepticons erschaffene Waffe. Und er passt wie angegossen. Du wagst es, etwas für dich in Anspruch zu nehmen, das rechtmäßig Lord Megatron gehört? Und was hast du jetzt vor, dagegen zu unternehmen, Commander? Jetzt bist du nicht mehr ganz so groß und stark, was? Ich hatte nicht mehr so viel Spaß, seit ich das Spark von Cliffjumper ausgelöscht habe. Erlaube mir, dich endlich wieder mit deinem geliebten Zwilling zu vereinen. Und dir, Optimus Prime, werde ich jetzt das Spark aus dem Leib prügeln. Nur damit ich nie wieder deine hochtrabenden Reden ertragen muss. Dreadwing, unser Kampf ist noch nicht beendet. Aber wenn wir uns nicht gegen unseren gemeinsamen Feind zusammenschließen, wird Starscream uns beide töten. Ich werde versuchen, ihn abzulenken. Nicht kriegen. Du wirst derjenige sein, der eins wird mit dem Allspark. Das hat gekitzelt. Ihr Narren, nicht nur, dass ich intelligenter bin, ich bin auch unbesiegbar. Aber du kannst noch immer nicht fliegen. Niemand ist perfekt. Und jetzt? Erzähle mir von den anderen drei Relikten. Sind sie ebenso machtvoll wie mein glänzender neuer Harnisch? Deswegen wurden sie versteckt, damit Leute wie du sie nicht in die Hände bekommen. Er ist viel zu stark für dich, Prime! Du musst dich zurückziehen! Feiglinge! Ihr werdet meiner Macht nicht entkommen! Halt! Ihr zwei führt doch was im Schilde!
Jetzt, da unsere Allianz ihren Zweck erfüllt hat. Starscream ist weg und mit ihm der Apex Armor. Müssen wir wirklich einen Kampf fortsetzen, dessen Zweck hinfällig ist? Da sind andere unerledigte Punkte. Ich wollte Skyquake nichts Böses und bedauere die Rolle, die ich bei seinem Ableben spielte. Deswegen appelliere ich an dich, wie einst an deinen Bruder. Kehre der Sache der Decepticons den Rücken und hilf mir, diesen Krieg zu beenden. Um seinetwillen und für all die, die gefallen sind. Du hast mir heute das Leben gerettet. Daher vernichte ich dich bei unserer nächsten Begegnung. So sei es, Dreadwing.